Guten Abend zusammen. Herzlich willkommen zurück gegen Schwenninger Wild Wings in der DL. Dennoch verliert die DG gegen Schwenningen Penaltyschießen 3-4. Deren Ergebnisse: Hamburg unterliegt Krefeld 3-4 mit Verlängerung. Iserlohn unterliegt Köln mit demselben Ergebnis 3-4. Nürnberg besiegt Berlin 4-1. Wolfsburg besiegt Augsburg 3-1. München unterliegt Ingolstadt auch 3-4. Straubing schlägt Mannheim, beziehungsweise steht 2-1. Für Straubing gegen Mannheim im zweiten Drittel. Zu meiner linken Gästetrainer Stefan Meyer, zu meiner rechten Christian Brittig, der Gästetrainer. Ja, guten Abend, Barthes. Ja, wir haben sehr gut begonnen. Ich denke, gut das erste Drittel sehr diszipliniert gespielt. Wir konnten uns im Drittel festsetzen. Ich denke, das Drittel war ein bisschen nervös, aber es ging in Ordnung, die 1-0-Führung. Dann 2-0, 3-0, eigentlich bringen wir uns in eine Situation, eine sehr günstige Situation oder sehr vorteilhafte Situation, und dann durch saublöde Strafen geben wir der DEG ein neues Leben. Das 5 gegen 3 völlig berechtigt. Eine Strafe in der offensiven Zone, das geht absolut nicht. Und dann gleich darauf noch eine Strafe, 5 gegen 3, 3-1. Und dann, ja, dann geben wir der DEG ein neues Leben. Gleich der Anschlusstreffer im dritten Drittel, der hat uns ein bisschen Rest gemacht. Und dann wieder saublöde Strafen, einfach unnötige Strafen, teilweise übermotiviert. Und die haben das Spiel noch fast zu kippen bekommen. Und dank Berzog, der uns wirklich bis zum Schluss und auch bei den Penaltys, wo er den Unterschied gemacht hat, waren wir stand, die 2 Punkte zu holen. Wir haben noch viel Arbeit vor uns. Kompliment für die Moral. Düsseldorf hat nie aufgegeben, bis zum Schluss gefeiert, gekämpft. Und ja, wir haben einen 3-0-Vorsprung leichtfertig aus der Hand gegeben und fast nur riskiert, hier ja, mit leeren Händen nach Hause zu fahren. Dankeschön. Vielen Dank. Christian Brittig. Ich muss meiner Mannschaft riesen Respekt aussprechen, weil wenn du 20 oder 22 Sekunden vor Ende ersten Drittel vom Bulli weg das Gegentor bekommst, da war die Mannschaft natürlich in der Kabine sehr zernittert, ne, und gezweifelt. Zweifeln an, wann geht das schon wieder los so. Und dann im letzten Drittel haben wir alles probiert. Alle 15 Spieler, 16 Spieler haben wirklich 100% alles, was drin war, und vielleicht sogar teilweise ein paar Jungs noch mehr gegeben, um den Ausgleich zu schaffen. Und das war eine riesen Leistung für diesen Minikader heute. Auch Bob zum Schluss dann überragend, wenn wir braucht haben. Das ist der Weg, den wir die nächsten Wochen, bis einige Jungs wieder zurückkommen, weiterhin gehen müssen. Es ist schwierig, sehr schwierig, aber ich bin so stolz auf meine Mannschaft, weil die kämpfen jeden Tag. Und wenn du dann an die dann fällt der Andreas noch aus, 12 Minuten, dann guckst du nach vorne und da sind fast keine Jungs mehr da. Und jeder will aufs Eis und jeder will was machen für die Mannschaft. Und ich bin stolz auf die Mannschaft, ich bin stolz auf unsere Fans, dass die dann immer hinter der Mannschaft waren. Nach dem 3-1 war gute Stimmung, nach dem 3-2 ist besser geworden und zum Schluss war es super Stimmung. Schade, dass wir das zum Schluss bei dem Überzahl nicht machen konnten. Das wäre dann für unsere Verhältnisse heute überragend gewesen. Aber auch an Schwenningen, ersten 2 Drittel starke Leistung, gefährlich, haben auch hart gespielt. Und ich denke, dann waren die Punkte auch verdient. Dankeschön. Gibt es Fragen? Wer ist noch stolz? Das ist erstaunlich. Dann bedanke ich mich. Im nächsten Wochenende kein Spiel, danach in der Woche Mittwoch und Freitag gegen Berlin und Nürnberg. Für heute noch einen schönen Wahlabend. Tschüss. Thank you.